In diesem Video erfährst du alles zum Trinken während dem Laufen, was man dabei beachten kann und vor allem, wie du dein Wasser beim Laufen transportieren kannst. Was gibt's zum Trinken beim Laufen eigentlich viel zu erzählen? Antwort: sehr viel. Der erste Punkt, den ich jetzt sagen will, ist meiner Meinung nach gleichzeitig der wichtigste. Das ist ähnlich wie beim Laufen und Essen. Trinken ist eine Fähigkeit, die du dir zusätzlich im Training aneignen solltest. Die wenigsten Leute, die ich kenne, jetzt aus meiner Erfahrung und an mir selber, habe ich es auch immer mitgekriegt. Man fängt an zu laufen und merkt, okay, ich brauche unterwegs irgendwann was zu trinken. Und wenn man dann anfängt zu trinken, merkt man so, oh, das ist gar nicht mal so leicht. Ich verschluck mich, ich komme aus der Atmung raus, ich muss aufstoßen etc. Und genau das ist was, was man lernen kann mit der Zeit. Im besten Fall ist es immer so, okay, man baut es ins Training ein und jedes Mal dann, wenn man ein bisschen langsamer ist, vielleicht sind Gehpausen zwischendrin, wenn es bergauf geht, dann kann man einen kleinen Schluck trinken, eventuell den Mund behalten, bevor man runterschluckt, dann kommt man noch nicht so leicht aus der Atmung raus. In dem Moment, wo man die Geschwindigkeit anpasst an das, was man jetzt gerade macht, in dem Fall trinken, dann funktioniert das auch mit ein bisschen Übung. Es gibt noch ein paar Sachen zu beachten, die ich dir gerne mitgeben würde. Das wäre zum einen, was trinke ich? Also in 90-99% der Fälle wirst du es nur erleben, dass ich Wasser trinke unterwegs. Und zwar stilles Wasser. Ich habe schon mitgekriegt, dass Leute es auch hinkriegen, kohlensäurehaltige Getränke zu trinken. Für mich selber ist es echt schwierig. Also wenn ich dann auch irgendwo eine Cola trinke, mal an einer Versorgungsstation, oder wenn ich mir eine Cola mal mitnehmen sollte, wenn es mega heiß ist oder so, ich schüttel das vorher, dass die Kohlensäure draußen ist. Ja? Ansonsten, was ich auch immer sehr gerne nehme, ist so diese ganzen Reisdrinks, Reismilch-ähnlichen Sachen, weil die eben so ein coole Süße für mich haben und noch ein bisschen Salz drin. Das funktioniert super, wenn es heiß ist. Sowas würde ich dir auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ansonsten, wichtiges Thema ist natürlich, wie viel soll ich eigentlich trinken beim Laufen? Das ist ein sehr kontroverses Thema. Wir haben auch in besagtem Essensvideo mal kurz Bezug dazu genommen. Ich möchte es hier nochmal ansprechen, eben weil es so wichtig ist. Und zwar der essentielle Punkt ist, trink nur so viel, wie du Durst hast. Also erstens, trink so viel, wie du Durst hast. Also versuch nicht hier irgendwie die mega Dehydrierung anzustreben. Das kann deine Urteilsfähigkeit vermindern. Das kann echt unangenehm werden. Aber versuch noch viel weniger zu viel zu trinken. Und probier vielleicht einfach mal verschiedene Getränke aus. Manchmal, es gibt auch so Sportsdrinks oder so Pulver zum Anrühren für Sportsdrinks. Funktioniert auch super, wenn man es verträgt. Für mich klappt es meistens bei Läufen, sagen wir, unter 50 Kilometer. Dann finde ich nur flüssig sogar besser als was zu essen. Aber sowas kann man immer ausprobieren, ist teilweise echt gut. Wie kann man denn unterwegs eigentlich trinken? Ich habe drei verschiedene Systeme mal mitgebracht und noch verschiedene andere Punkte, die ich jetzt einfach mal kurz vorstellen möchte und verschiedene Vor- und Nachteile davon beleuchten. Zum einen ist es der Trinkrucksack, der hat sich mittlerweile echt etabliert. Viele Läufer, also Trailläufer vor allem, selbst Marathonläufer sieht man öfter mal mit so Laufwesten oder Laufrucksäcken. Richtig coole Sache, man kann eben verschiedene Gegenstände mitnehmen, man kann Getränke mitnehmen, da gibt es dann entweder Softflask vorne, feste Flaschen oder eine Trinkblase, die man dann in den Rücken reinhängt und dann eben am Rücken trägt und mit diesem Schlauch hier trinkt. Funktioniert super, wenn man dann vor allem vorne keine Flaschen hat. Ist für mich selber, ich mag es nicht so gern, aber das ist echt, das ist Geschmackssache, das ist ganz individuell. Hat halt den Vorteil, dass man sehr viel, sehr gemütlich transportieren kann. Muss man auch darauf achten, dass der Rucksack eine Vorrichtung dafür hat, beziehungsweise dass die Trinkblase reinpasst. Dann muss man am besten die Herstellerbeschreibung sich anschauen. Ansonsten haben Rucksäcke vorne Halterungen für Flaschen oder Softflasks. Das ist das System, was ich persönlich am meisten benutze, wenn ich den Trinkrucksack benutze. Ist ganz simpel, entweder kommt halt die Softflask oder die feste Trinkflasche hier vorne rein. Man hat das dann halt hier so vor sich rumschwenken, muss man einfach wissen, ob einem das mehr taugt als die Trinkblase oder nicht. Ansonsten, was man oft sieht als Trinksystem, sind Trinkgürtel. Das hier ist jetzt ein System, wo man die Flasche in den Gürtel reinpackt und dann trägt. Man kann noch so ein paar andere Kleinigkeiten reinpacken, Schlüssel oder Gels oder ähnliches. Ich persönlich benutze das nie.
Und zwar aus dem Grund, weil ungefähr alle von diesen Trinkgürteln früher oder später zu wackeln anfangen bei mir. Ich weiß nicht, ob das speziell von mir so ist. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass du überhaupt keine Probleme hast mit einem Trinkgürtel. Manchmal benutze ich ihn, wenn es nur bergauf geht. Also ich weiß, okay, ich laufe nur bergauf und dann spaziere ich gemütlich runter. Dann benutze ich einen Trinkgürtel. Ansonsten habe ich die Gürtel einfach sau oft, um einfach nur eine Windjacke mitzunehmen oder ein Gel oder ein Handy oder sowas. Aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Was ich am meisten tatsächlich verwende, ist entweder die Flasche einfach so oder in Kombination mit einem Halter für die Softflask selber. Ich habe hier dieses topmoderne Modell, das ist jetzt auch schon, hat ein paar Tage auf dem Buckel. Liegt einfach daran, weil das ist mein Haupttrinksystem, wenn man so will. Ich kann dann immer einen halben Liter mitnehmen und hier noch irgendwie ein Gel, mein Schlüssel und mein Handy. Das ist perfekt. Also man kann es entweder so festmachen oder komplett in der Hand halten. Es gibt auch verschiedene Systeme, es ist nicht das Einzige, was es gibt. Die Frage der Gewichtsverteilung kommt dann eventuell auf, wenn man jetzt so von einem Handheld spricht. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, okay, aber dann bin ich ja irgendwie in Disbalance. So, ja, aber ich persönlich fand es nie so schlimm. Man hat auch öfters, oder ich habe zum Beispiel öfters eine Uhr an und selbst die merkt man ja irgendwann. Dann möchte ich noch kurz was zu Trinken unterwegs sagen. Und zwar ein kleines Wort der Vorsicht. Es gibt nicht nur saubere Gebirgsflüsse überall auf der Welt und auch nicht bei uns, weil es gibt ja oft einfach mal, da gibt es die Almwiese, da sind die Schafe, da sind die Kühe. Das heißt, nicht unbedingt alles Wasser, was den Berg runterfließt, ist trinkbar. Im Zweifelsfall, es gibt super coole, super kleine so Reinigungsaufsätze, Filteraufsätze für die Flaschen. In dem Moment, wo man sich nicht sicher ist, einfach so einen Filteraufsatz mitnehmen, wenn man unterwegs Wasser trinken möchte. Oder so Wasseraufbereitungstabletten kann man immer mal im Laufrucksack mitnehmen. Ist unter Umständen echt gut. Ja, das ist im Prinzip alles, was man so zu Trinksystemen und Trinken beim Laufen in Kürze sagen kann. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwie mehr Fragen dazu habt, weil es ist ja doch zum Teil an der Oberfläche gekratzt, gerne in die Kommentare, ich versuche das alles zu beantworten. Ja, ansonsten viel Spaß beim Laufen und guckt euch die nächsten Videos an.